Was geht ab, liebe Bros Bros? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play TFT Season 2 Set 3 auf dem PBE. Yo, man! Über diesen Worten gehen wir auch direkt in die Queue. Ja, letzten beiden Aufnahmen leider nicht so vom Glück des Ziehens gesegnet. Mal gucken, ob es diese Runde besser wird. Kann man nur hoffen, kann man nicht so. Ja, erzwingen. Nochmal, entschuldige für Trägheit, Müdigkeit, sonstiges. Es ist früher Morgen und ich habe mir einfach gedacht, bevor du bis zum Nachmittag wartest und der PB einfach wieder crowded as fuck sein wird, weil das war bisher jedes Mal so, wenn große TFT-Neuerungen auf PBE kamen, dass die Anfangsphase halt einfach so zugebombt wurde des Todes. Und ja, ich will da wie gesagt nicht am Nachmittag irgendwie so 7 Stunden warten müssen bis spät zum Abend hin. Also habe ich mir kurzum gedacht, nutze die Gelegenheit und lockst dich ein. Und hier sind wir. Zumindest die Queue-Times sind wie auf dem Live-Server. Mal bist du schnell drin, mal brauchst du Ewigkeiten. Ja. Ach ja. Riot hat jetzt tatsächlich angekündigt, dass sie was am Klienten verbessern wollen. Praktisch jeder aus der Community rechnet damit, dass nichts verbessert wird. Oder zumindest nicht die prekären Dinge, die verbessert werden sollten. Dennis hat mir da erzählt, dass er sich ein Video angeguckt hatte auf YouTube, wo angesprochen worden ist, sie wollen auf jeden Fall dafür sorgen, dass du den Client schneller booten kannst, wo ich mir denke, wenn du einen guten Prozessor hast und einen guten PC allgemein, ist das Booten kein Ding, weil dann bootet bei mir der Client innerhalb von nicht mal 10 Sekunden hoch. Nach dem Einloggen und allem drum und dran, blablub. Und das zweite war irgendwas wie gesagt Champion Select. Ich meine, dass man schneller Champions einloggen kann. Und ich denke mir, das sind nicht die Probleme. Die Probleme, die bestehen, sind, dass wir jetzt beispielsweise vor jüngster Zeit, wo ja jeder wieder von uns vermutet, dass es an Clash liegt, dass du teilweise dann nicht mehr auf Spielen drücken kannst, dass du Spiele nicht auswählen oder joinen kannst, dass du teilweise in Spielen im Champion Select drin bist und einen Moment, was gehe ich denn diese Runde? Da lacht mich Saya an. da bist du in der Lobby drin. Dann kommt entweder das Problem, was Tobi schon seit Jahren hatte oder vor Jahren schon hatte und wo ich mir ziemlich sicher bin, dass das immer noch besteht, dass du dran bist zu picken, du aber nicht auswählen kannst, weil dein Bestätigungsbutton ausgegraut ist. Oder was Tobi auch hatte, war ein kompletter Blackscreen in dem Client. Das ist ja gar nichts. Er konnte nichts anklicken, er konnte nichts sehen, er war einfach halt blind in dem Moment. Dann, was wir auch hatten da jetzt vor 2 Wochen, wir saßen am Aram und ja, der Timer lief runter, aber die Transition kam gar nicht. Es kam kein Loading Screen. Und Lars und unsere Randoms, wir saßen da so in der Lobby drin. Ja. Meinte ich dann noch so zu Lars, wie ist das selbe Befinden heute? Und plötzlich schrieben dann so die anderen auch noch mit in den Chat rein, was bootet sich das bei euch auch nicht hoch? Nein, wir sitzen alle hier drin. Und ja, geil. Was mittlerweile rauskommen ist, dass das auch in Ranked Games vorkommt. Und wenn dann die Lobby leaves, weil es tut sich ja nichts, also legit nichts,
Dann wird das als Niederlage direkt gewertet und du verlierst. LP. Und potenziell die Promo. Ich bedenke, das ist so wunderschön von euch programmiert. Das ist ja toll, ist das. Also der Client hat viele Probleme, viele Kinderkrankheiten, die echt nicht toll sind. Und wenn du aber als Riot zu Beginn des Jahres raushaust, hey, wir haben den Klienten verbessert, bla 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 blub, und du denkst dir, einen Scheißdreck habt ihr getan, dann solltet ihr mal drüber nachdenken, dass da gerade was richtig, richtig verkehrt läuft. Ne, also, ich finde eine Firma, die jetzt schon seit über 10 Jahren besteht und ihr eines Produkt so hart pusht, wie es halt nur geht, die sollte wenigstens dafür sorgen, dass dieses eine Produkt auch flawless funktioniert. Und das ist so oft einfach nicht der Fall. Und ich fange ja gar nicht an, von Balancing zu reden. Das Balancing ist halt unterste Schublade, aber daraus kannst du drei einzelne Videos produzieren. In der Länge von jeweils 40 Minuten und hättest danach immer noch Stoff zu erzählen. I got lucky. You'll get me next time. Let's cut him a ribbon. Wieso steht er eigentlich falsch rum? Naja. Let's out.
Ja, genau. Ich habe auch bei letzter Aufnahme gemerkt, der Sound ist doch etwas sehr laut. Ich werde es mal ein bisschen runterschrauben. Sowohl mich als auch den Ingame-Sound. So. Ein bisschen Damage mit dazu. Verzögert halt dummerweise wieder jetzt den Gold Gain. Aber wir machen momentan da sowieso schlecht Meter. Weil wir gewinnen, mal verlieren, mal gewinnen, mal verlieren. Und das ist eigentlich das Suboptimalste, was passieren kann. Das ist perfekt. Das ist ja schon eine Jinx hat. Nee, leider zieht sich das mit dem Pech beim Draw haben. Dauert das weiterhin. Da machst du nichts. No!
Quatsch. Was war das denn für eine Stimme? Kokswischer sei er. Ja, dann muss ich dummerweise auch direkt verkaufen. Weil sonst brauche ich Ewigkeiten, um ihr Item zusammenzukriegen. Aber Redbuff sei er, finde ich jetzt gar nicht mehr so verkehrt. Das ist eine der besseren Sachen, die du aus dem, aus der Chain West machen kannst. Ich muss sagen, wo anders hin platzieren. Da steht sie ziemlich kackis. Jau.
bräuchte noch einen Yi. Das wäre so gut. Dann würde ich halt direkt Six verkaufen. Ja, doch, ich nehme Orbi auf. Und ich habe mich wieder bei OBS echt nicht sicher. Ja, Irelia ist das, ne? Meine Fresse, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ich habe einfach kein Glück. The galaxy must be purified. The galaxy must be purified. The galaxy must be purified. Ich gehe jetzt halt gerade alles am Rerollen, weil ich einfach halt so meine Units so stark wie möglich machen möchte. Um irgendwie lang genug zu überleben. Das ist gerade meine Intention.
Tipps, das ist nicht genug. Also entweder bin ich zu blöd, hier Sachen zu kombinieren, oder ich habe keine Ahnung. Also bisher wirklich in jedem Game mit dem neuen Set habe ich einfach irgendwie Probleme des Todes. Möchte nicht immer nur so das abtun, ja, ich habe halt kein Glück beim Ziehen. Ja, das ist ein Faktor, aber es scheint ja auch irgendwas an meiner Kombinationsgedönse und dann an meiner Strategie falsch zu sein. Keine Ahnung. Ich glaube, ich sollte auf jeden Fall nach der Runde jetzt erstmal Aufnahmesession Schluss machen. Sind doch 3 Folgen, wird jetzt bis zum Wochenende euch auf jeden Fall erstmal mit Infos versorgen. Und danach schauen wir mal weiter, ob ich dann noch irgendwelche Aufnahmen für nächste Woche hinkriege oder so.
Ja, ich habe den mal fett gesehen, aber ich muss mich halt sowieso für was entscheiden, ne? Weil ich habe nicht so viel Platz bei mir auf der Backline. Und die Blademaster haben gerade so Vorteile. Prioritäten, Vorzüge, meine ich. Einfach mitten in die MF-Volt reinlaufen, so ist es richtig. Nee, hier kann ich jetzt erst recht nicht mehr gebrauchen, sorry. Der wird hier einfach nur alles zustellen. Am liebsten hätte ich jetzt gerne drei Sayas. Das wird mir weiterhelfen, weil auf der stecken so viele Items. Das würde den DPS massiv erhöhen. Ne, da sind wir wieder raus und wieder Fünfter. Boah, ist das belastend, Alter. Erste Erkenntnis von mir. Entweder ich bin gerade auf einer riesengroßen Pechsträhne. Und es soll einfach nicht sein. Oder ich habe echt Probleme mit dem neuen Set. Wird sich da rausstehen, wenn ich noch ein bisschen mehr spiele. Ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal Schluss für heute. Hoffe, es hat euch jetzt die letzten Tage ein bisschen versorgen können mit Heißhunger-Infos auf die neuen Pieces und generell das neue Set. Bedanke mich bei euch herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin, haut rein!